Ho! Willkommen zu dritten Tryout von Ukulele Workouts. So viele Outs ist aber ganz schön in, wie ich finde. Wenn ihr eins und zwei noch nicht gemacht habt, dann guckt euch das doch noch mal fix an. Ich habe es euch unten verlinkt, denn wir brauchen mindestens das Tryout 2 in diesem dritten Tryout. Ich hatte ja schon gesagt, die Ukulele Workouts sind wöchentlich 45 Minuten nach dem isotonischen Intervall-Zirkel-Trainingsprinzip. Ein paar Übungen für Technik, für Akkordfolgen, für Schlagmuster und überhaupt für beide Hände, für ohne Hände, ihr wisst Bescheid. In den anderen zwei Tryouts habe ich linke Hand gemacht, Melodiespiel einmal und einmal Akkordspiel. Und heute ist die rechte Hand dran, wir machen ein bisschen Rhythmusarbeit. Und damit das am Ende nicht ganz so langweilig ist, benutzen wir die Akkordfolge, die wir in Tryout 2 verwendet haben, dann zusammen mit dem Schlagmuster, das wir geübt haben. Okay? Fangen wir vorne an. Wenn ich Schlagmuster übe, dann mache ich mit der linken Hand nichts. Das heißt, die linke Hand macht sich total geschmeidig und legt sich einfach nur über die Saiten drüber. Wenn ich die Saiten anschlage, kommt überhaupt nichts raus. Wirklich, die Hand ist total locker. Wenn ihr zu feste drückt, kommt etwas raus. Das wollen wir nicht. Wenn ihr zu locker seid oder nicht alle Saiten abdeckt, klingt irgendetwas. Das wollen wir auch nicht. Legt die Hand wirklich ganz locker auf die Saiten. Okay? Das ist unsere Ausgangsbasis links. Rechts machen wir jetzt den typischen Schlag mit dem Zeigefinger. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber wahrscheinlich, ne? Machen ja die meisten. Ihr lasst die Hand einfach so schön hängen. Und jetzt in so einer Schnickbewegung nach unten versucht ihr über alle vier Saiten zu schlagen nach unten. Mit dem Zeigefinger einfach. Und in der Aufwärtsbewegung zieht ihr den Zeigefinger möglichst locker zurück. Ja? Wenn ihr das noch nie gemacht habt, meine Güte, stellt euch den Metronom an und macht das eine Viertelstunde, danach läuft es. Ich möchte heute ein bisschen mit dem Island Strum arbeiten. Der Island Strum ist ja so ein bisschen speziell mit Ups und Downs, es ist nicht so regelmäßig. Wir machen einfach dieses Prinzip jetzt heute mal zur Übung. Ich möchte als erste Übung, dass wir zwei Downstrums spielen und dann zwei Upstrums mit dem Metronom zusammen. Down, down, up, up, down, down, up, up. Das ist im Grunde dann nur ein Dreivierteltakt, ist uns aber egal. Ja? Ich kann dabei nicht reden, wenn ich das spiele, aber ich mache euch den Metronom an und ihr hört euch das 3-4 Mal an und dann spielt ihr einfach mit. 1, 2, 3, 4. Down, down, up, up, down, down, up, up, down, down, up, up, down, down, up, up, down. Macht einfach mit. Vier, drei, zwei, eins. Und so wie sich das gehört, mache ich es jetzt ein bisschen schneller. Wenn euch die Upstrums zu leise sind, dann könnt ihr jetzt einfach ein bisschen damit experimentieren, dass ihr den Zeigefinger beim Upstrum ein bisschen steifer haltet, dass ihr ein bisschen mehr Kraft aufwendet. Dann wird der Upstrum automatisch lauter, ne? Na, leicht und mit etwas Vorspannung. Okay, zusammen. A two, a one, two, a three, four, down. Schön gleichmäßig. Die zwei Downs müssen schön auf dem Beat vom Metronom. Wie gesagt, ich kann eigentlich nicht dabei reden. Dafür muss ich mich zu viel konzentrieren. Ich will ja auch keinen Scheiß spielen hier. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Bam. Wir machen es direkt noch ein Tickchen schneller, ja? A one, a two, a one, two, three, four.
Schön geschmeidig. Ganz locker. Nicht aus Kraft, sondern mit Schwung spielen. Noch vier. Ich zähle sie doppelt. Noch drei. Noch zwei. Und der letzte. Alright. So. Ich stelle das Metronom wieder auf 60 Beats an den Anfang zurück. Und jetzt haben wir zwei Downs, zwei Ups gehabt. Jetzt spielen wir dasselbe mal mit drei Downs, drei Ups. Das gibt dann so eine etwas schiefe Taktart, ist uns aber egal, ja? Hört ihr vielleicht erst ein, zwei Mal zu und dann spielt ihr mit, wenn ihr den Beat habt. Two. A one, two, three, four. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei. Up, 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 down, 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 up, up, up. Mitmachen. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die Downstrums. Schön auf dem Metronom. Noch 4. Drei, noch zwei, und die letzten. Ah, das ist schon so ein bisschen kniffliger. Trotzdem, wir probieren es einfach mal ein Ticken schneller. A two, a one, a two, a three, four. Eins, zwei, drei, up, up, up. 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 Eins, zwei, up, up. Solche Schlagmuster haben so einen Sound. Versuch den zu verstehen. Dann kann man sich auch irgendwann nicht mehr verspielen. Noch vier. Ach, was zähle ich da eigentlich immer mit? Noch zwei. Und so weiter. Ich glaube, ich habe mich verspielt. Der letzte. Ja. Okay. Soweit so unspektakulär. Jetzt verbinden wir mal ein Dreier, drei Downs und zwei Ups. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, up, up, eins, zwei, drei, up. Ab. Was dabei rauskommt, ist tatsächlich ein Viervierteltakt. Wir können also 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 4 und 1. Okay? Wir probieren es schön langsam. Und dann nehmen wir uns, wenn wir es 4 Takte, 5 Takte, 6 Takte gespielt haben, nehmen wir uns die Akkordfolge, die wir im Tryout 2 gemacht haben. Ich erinnere euch nochmal, es ist A-Dur, Fis-Moll, D-Dur, und das voll vermindert. Ja, oder halt für die Größen, für die Großen etwas variierte Akkorde. Das ist ja jetzt nicht der Punkt. Ja? Wenn ihr nicht wisst, wie die Akkorde gehen, geht ihr bitte in die Tryouts 2, ist unten verlinkt. Ansonsten, es geht jetzt los. Wir machen erstmal das Schlagmuster. Hört drei, vier Mal zu, bis ihr verstanden habt, wie es klingen muss. Und dann zähle ich ein und wir machen, könnt ruhig auch erst mitspielen gleich. Also down, 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 up, up. Two, a three, four. Down, 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 up, up. Down, down.
down, down, up. Up, down, 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 up. Up, down, 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 up. Up, down. Okay, wir nehmen das A-Dur. Zwei. So, Fis-Moll. D-Dur. Fis-Null. Schön locker. Von vorne. Fis-Moll. D-Dur. Ein letzter Durchlauf. Wie gesagt, die Großen können gerne. Okay? Läuft? Wenn nicht, zurückspulen, nochmal machen. Wenn's läuft, wir machen das Ganze ein bisschen schneller. A one, a two, a one. Erstmal das Tempo aufnehmen. Down, 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 up, up, down, 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 up. One, two, three. Und los geht's. Ist fertig. Oder die Großen spielen das Ganze mit geschlossenen Akkorden. Warum mache ich das eigentlich? Ein letzter Durchlauf. Yay! So, wir könnten jetzt das Tempo noch ein bisschen steigern, aber ich denke, an der Stelle ist dann auch mal gut. Ach was, es ist überhaupt nie gut, wir steigern das Tempo. Ja, ihr spielt mit, los geht es. Two, oh, one, two, three, four. Los geht es. Sonst wird das doch auch irgendwie nicht witzig. Auch als Barré greifen ein. Das klappt irgendwie nicht so, wie ich das will. Seht ihr nicht? Seid ihr nicht allein mit dem Üben? So, ein letzter Durchlauf.
So. Vielleicht habt ihr jetzt eine Idee, wie die Ukulele-Workouts arbeiten, wie das funktioniert. Es gibt für alle vier Sitzungen ein doppelseitiges Notenblatt mit verschiedensten Kram. In der Regel wird nicht alles davon gemacht. Auch in dem Beispiel-Workout, das ich euch gegeben habe, sind ein paar Sachen drin, die wir jetzt nicht gemacht haben. Zum Beispiel vier Downs, vier Ups oder ein zweites Schlagmuster, das man machen könnte. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Fingerübungen verschieden zu machen. Und auf all diese Sachen gehen wir in aller Ruhe ein und üben. Und das Schönste an den Streams ist, ihr könnt sie später jeden Tag einfach nochmal machen. Eine ganze Woche lang und dann weiter mit dem nächsten. Wenn ihr Fragen habt, haut's runter in die Kommentare. Wenn euch das gefällt, klickt auf Like oder besser, lasst ein Abonnement für meinen Kanal da. Oder vielleicht meldet ihr euch einfach mal so zum Probieren in einem Workout von mir an. Würde ich mich drüber freuen. Vielleicht sehen wir uns da. Macht das gut. Wie ich seh's. Tschüss.